Magier-Jockel möchte in die Gilde invited werden. Ich merke, ich bin total konzentriert. Absolut, ja. Oh, das war früher immer so schlimm, wenn man mal so ein Random Raid mitgegangen ist und kannte die Instanz noch nicht und kannte den Weg dann nicht. Man wollte den Leuten aber nicht sagen, dass man keine Ahnung hat, wo man lang muss. Das geht mir ähnlich. Aber ich schäme mich nicht dafür. Ich sage, ich habe keine Ahnung. Wer ist denn hinter uns? Soll ich mich totstellen? Kannst du machen. Nee, wird schon einer kaputt hauen. Jetzt siehst du. Hä? Hallo Leute. Weiter geht's, hier nicht ausruhen. Man muss halt immer ein Auge drauf haben, dass die Gruppe keine Scheiße baut. Ja, ja, auf jeden Fall. Können wir auch froh sein, dass du da mit bei bist. Das war übrigens, also diese Instanz zu 60er Zeiten, das ist schon ein paar Jährchen her, eine relativ anspruchsvolle Instanz. Das? Mhm. Na, da gibt es drei Teile von. Ja. Und ich glaube, du bist auch nur gerade im Teil eines Teiles. Ne? Ich glaube, man macht den gar nicht komplett durch, oder? Ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals war es in Nord, Ost und West aufgeteilt. Ist es immer. Schlauer Hut. Brauche ich nicht, ne? Nee. Dämonische Rune. Nee. Wird mir zum 10. Mal angezeigt. Ja, die droppt hier halt mehrfach. Warum? Weil das Dämonen sind? Ja. Kombiniere, kombiniere. Die waren halt früher mal ganz nützlich. Brauche ich noch was hier? Brauche ich noch was? Nee, ne? Ich glaube nicht. Was machen die denn da? Runterspringen. Da hinten geht's dann eben weiter. Ich glaube, Nord war der Teil, der am schwierigsten war. Wo war der Tributrun? Ja. Nord, ne? Ja, ja. Der Kingsrun. Tributrun, genau. Was war denn nochmal das? Also welcher Teil war denn nochmal Tribut davon, dass man diese Wachen nicht killt, glaube ich, oder sowas, ne? Wie war denn das? Nee, dass du die letzten Wachen nicht killst und dich verkleidest. Du musstest ja diesen Ogre-Anzug bauen mit Frau. Ja. Und dass du den einen Zwischenboss nicht tötest und in diese Frostölfalle packst. Genau. Ich krieg nicht mehr alles zusammen. Da brauchst du auch, genau, da brauchst du irgendwelche Sachen, um das herzustellen. Ne? Frostöl, ja, genau, für die Falle. Frostöl war damals derbe teuer. Also, ja. Und den Ogre-Anzug musste man doch auch mit dem Schneider, glaube ich, herstellen oder so, ne? Na, da ist so ein Goblin, der gibt dir den, glaube ich, für Sachen, die du ihm mitbringst. Hm. Das ist so ein gefangener Goblin. Was ihr alles wisst. Wart ihr auch mal an der frischen Luft? Damals nicht, ne? Nee. Nur in Diamol. Aber es war echt eine super Instanz. Also, wenn man nach Molten Core gehen wollte, das war halt ein 40-Mann-Raid, brauchte man ein bisschen Ausrüstung. Mhm. Und die Ausrüstung, die man am leichtesten bekommen konnte, in einer relativ kleinen Gruppe, halt in einer Fünfergruppe, gab es in Diamol. Also in dieser Instanz, wo du gerade drin bist. Und wenn man da jeden Abend mal in der Fünfergruppe reingegangen ist, da hatte man nach einer Woche oder zwei Equipment, mit dem man dann Molten Core Raid tauglich war. Verstehe. So halbwegs. Man braucht dann noch ein bisschen Feuerresistenz für Ragnaros, aber das ging, glaube ich, mit der. War das eine Quest? Alter, jetzt habe ich Scheiße gebaut, oder? Nee. Nee, 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 alles gut. Was für eine Quest? Feuerriesi? Es gab doch diesen Feuerriesi-Umhang. Stimmt. Ich weiß noch nicht mehr, woher. Nee, nee, nee. Das war der Umhang für Nefarian, oder? Ich glaube, das verwechselst du. Ich glaube, das war der Nefarian-Umhang. Aber wo gab es den oder wofür gab es den? Das weiß ich nicht mehr. Den musste man herstellen, glaube ich. Ja? Ja, das war für sein Ausatmen von Nefarian, wenn er landet quasi. Aber der hatte trotzdem auch Feuerresistenz drauf, oder nicht? Ja. Dornenhalskette, kann ich die gebrauchen, ne? Intelligenz und Ausdauer, nee. Du hast aber auch eine Erbstückhalskette an. Ja, Chris, hau rein. Schön, dass du da warst. Und tschüss. Ich hoffe, du hast was gelernt, Chris. Ja, das war der Blizzard Community Manager. Ich glaub, ja, ja, ich weiß. Blizzard. Ach so. Ja, ich hoffe, du hast was gelernt. Man brauchte Onyxia-Schuppen zum Herstellen. Also muss man Onyxia killen und dann konnte man sich diesen Umgang. Sag mal, ihr, dieses Gequatsche hier von euch, das macht mich ein bisschen. Ich spiele hier gerade. Wir schwelgen in Erinnerung. Das ist so, als stören wir dich dabei. Etwas, schon, das, ja. Das ist so, als wenn man über die guten Zeiten von Fortuna redet. Na, jetzt aber, da verstehen wir aber keinen Spaß. Dran erinnern. Oh, wir haben. Kannst du dich an gute Zeiten von Fortuna erinnern? Ja, in der Oberliga.
Ja, gut. An gute Zeiten von Fortuna in der Bundesliga? In der ersten Liga? Nee. Doch, ich war ja beim Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Ja, da waren sie aber noch in der zweiten. Stimmt. Der Kavisch spendet 5 Euro und schreibt 5er fürs Feierabendbierchen. Viele Grüße. Dankeschön. Ich glaube, wir haben jetzt, also wir können jedes Mal, wenn wir streamen, können wir Mettbrötchen und Feierabendbier. Das, du kannst auch so eine Advanced-Taktik machen, wenn du irgendwo runterfällst, im letzten Moment, bevor du aufschlägst, Rückzug drücken, dann bekommst du keinen Fallschaden. Ja, aber... Ja, weißt du, ne, aber musst du nicht. Nein, nein, das weiß ich nicht, das ist mir neu. Danke, deshalb vielen Dank für diesen Hinweis. Nochmal Level up. Alter, was geht denn hier ab? Ich habe zuerst gedacht, es wäre dein Pet, weil die Pets auch mal ganz gerne, wenn man irgendwo runterspringt, weil sie diesen Weg nicht kennen, einen anderen Weg laufen und dabei alles mitziehen, was in der Gegend rumläuft, aber das Pet ist mit dir runtergesprungen. Es gab mal gute Zeiten bei Fortuna, ja, die sind mal, wann war das, 79, 80, glaube ich, zweimal in Folge Pokalsieger geworden. Das Willenskraft war die goldene Zeit. Nein. Schneidestulpen. Kette mit Stärke. Das ist Krieger. Und die brauchst du auch nicht. No. Wo du kannst ihn. Ah ne, ich dachte, da wäre. Schau mal links jetzt, wo das rote Kreuz ist, da sind so Kristalle auf dem Boden. Die brauchst du noch für eine Quest. Die? Ja. Ja, genau. Meine ich jedenfalls. Was ihr alles wisst. Mehrere. Na, du hast schon einen, okay. Brauchen wir nur einen? Ja, ich glaube, du brauchst nur einen. Du kannst musst jetzt diese Kiste da rechts drücken, kann das sein? An der Quest? An der Quest ist, geh mal zurück, glaube ich. Ich glaube, du musst jetzt hier irgendwie dieses Kistensymbol anklicken. Wo ist denn das? In der Quest, die gerade aktiviert ist. Da ist eine kleine Kiste als Symbol. Da. Genau, jetzt hast du wieder eine Quest abgeschlossen. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wo man die abgibt, vielleicht. Ich glaube, die musst du alle im Eingang abgeben. Also, das läuft ja hier wie ein Heimspiel. Ich muss aber gleich mal hier... Kacken. Das sagst du heute schon dritten Mal. Ja, aber es ist immer naheliegend. Ach so. Ja, merkst du, das Niveau ist hier so am Arsch. Ehrlich. Ist doch kein Niveau für uns, Leute. Du musst die Quests halt noch abgeben. Ja, aber wo denn? Am besten teleportierst du dich aus dem Dungeon raus und wieder rein. Mit dem Ruhestein, ne? Nein. Beweg dich einfach, beweg dich. Was war das denn nochmal? Auf das Auge, oben rechts an der Map. Auf das Auge? Und dann, das oberste. Ja. Das habe ich nie, das verstehe ich nie, ne? Solltet ihr wirklich, mit ihm raiden, packt ihm das Addon GTFO drauf. Auf jeden Fall. Jochen bekommt GTFO. Hm? Die Sonnenblume mag ich gerne. Die ist super, ne? Ja, die ist süß. Meine Tochter ist zwar süßer, aber die Sonnenblume ist auch cool. Oh. Meine Tochter fängt jetzt an zu lachen und lacht mich an, also aus. Das ist super. Quest abgeben? Soll ich mal da machen? Wenn die macht? Mach doch mal. Nein. Hast du das nicht neulich schon mal gemacht? Mach noch mal. Nein. An diesem Baum musst du, glaube ich, auch noch ein paar Quests abgeben. Musst du noch dich daran? Ich glaube, bei meiner Tochter wird so WoW gefallen zum Zugucken. Ist das ja super, ne, für so kleine Kinder. Alles so schön bunt. Ist nicht für man geht durch die Gegend. Ist nicht für kleine Kinder irgendwie so diese ganzen, so Tetris oder so? Ist das nicht ganz cool für die? Du musst eine Belohnung auswählen. Was nehmen wir? Guck mal, was Stoff brauchst du nicht. Leder? Brauchst du eigentlich nichts davon. Du kannst irgendwas nehmen. Die Waffe bringt meistens am meisten Gold. Die Waffe ist das da drüber? Ich weiß. Dieser Einwurf wäre nicht nötig gewesen. Es impliziert, ich hätte keine Ahnung, wie eine Waffe aussehen würde. Ich könnte eine Waffe nicht vom Mantel unterscheiden. Das hat er mir nämlich gerade gesagt. Das war ein Schild. Gut, aufgepasst. Ein Glück ist ja Blizzard schon raus. Ja, und jetzt kannst du das Dungeon verlassen und dann melden wir mal noch eins an. Ach, guck, wir können. Hast du da nicht. Hast du alle Quests bei dem Baum schon abgegeben? Klar. Gut. Der Baum sagt nichts mehr.
Meine Tochter guckt auch schon so aufs Handy, wenn man mit dem Handy spielt. Ne? Wird auch langsam Zeit, dass sie ihr iPhone bekommt, ne? Ja, nein. Noch nicht? Nein. Ich will nur sagen. Ist doch schon fast ein halbes Jahr. Ja. Jochen Sport der Geduldige. Rekrut von zum Fragezeichen. Jochen Sport? Ja. So, jetzt halte ich mal ganz rechts und gehe den anderen hinterher. Warte, warte, warte. Da laufen Mobs. Er muss die einzeln punkten. Und jetzt auf die dicken Bäume da schießen. Bitte nichts anderes anschießen. Wie könnte ich? Okay, jetzt hat der Tank die geholt. Alles klar. Alles gut. Es gibt auch wunderschöne Add-ons, wo man an der Farbe der Nameplates erkennen kann, ob man damit Aggro hat oder nicht. Aber das ist eigentlich nur als Tank interessant oder wichtig. Ja. Weil der Einzige, der sich um Aggro Sorgen machen müsste oder muss, ist der Tank. Wenn er das nicht kann, die Aggro halten, dann macht er was falsch. Du darfst auf alle schießen. Mehr oder weniger. Ja? Naja, solange der Tank es einmal angegriffen hat. Du darfst halt nicht von dir aus irgendeine Gruppe angreifen. Ach so, das mache ich aber gerne, um die anderen zu überraschen. Jochen. Ja? Der hieß nicht Jochen Sport, sondern Jochen Sport. Das ist ein Magier, ach so, der dich Fatalen machen kann. Hier rechts ist ein Questgeber. Vielleicht heißt die Rittersportschokolade dann auch Rittersport. Ja. Du kannst manche Witze, also du kombinierst sofort, ne? Ist gut, nee, ist gut. So, und da links ist noch einer. Links. Waren wir eigentlich schon mal bei, wie heißt denn hier, Darkmaster, Master Gendling und so, wie heißt dieser Stand? Rechts, Jochen, sorry. Skolo Mans. Da waren wir noch nicht drin, ne? Oder? Nee. Die ist auch cool. Aber die haben sie doch neu gemacht, oder? Mhm. Nee, beide Quests annehmen erstmal. Dass man dann, oh ja. Falsche. Ja. Ja. Diese Maus ist scheiße. Ich lag aber nicht an der Maus, du hast auf falsche geklickt. Dieses aggressive Ausatmen. Was führt dich hier? Und jetzt leicht links da zum Leuchten in der Mitte zur Gruppe und ballern. Ihr müsst nämlich jetzt ein paar Pylonen kaputt machen, damit die nachher zum Endboss kommt. Und wenn man in einer Gruppe ist, die das noch nie gemacht hat, vergisst man meistens mindestens einen von diesen Pylonen, steht dann da, wo der Endboss ist und denkt sich, warum können wir den nicht angreifen? Aber dafür bin ich ja da. Ja. Dafür bist du da, auf jeden Fall. Also wir können schon gleich mal vielleicht... Gezielt melden? Gezielt melden, ja. Können wir hier nachmachen. Da wirst du zum verrückten Professor. Was? Deine Frisur hast du jetzt schon, fällt mir gerade mal auf. Ja. Nein, du siehst gut. Weißt du, in meinem Alter, ne, da muss man nicht mehr gut aussehen. Da hat man das Leben schon hinter sich so halb. Man muss sie auch nicht mehr. Frauen beeindrucken? Ja. Ist eigentlich Quatsch, was ich erzähle, ne? Natürlich, man muss immer Frauen beeindrucken. Muss man? Als Mann muss man immer Frauen beeindrucken. Das mache ich ja auch gerade mit meiner Spielweise, glaube ich. Denke ich auch. Es gibt auch wenig Dinge, die Frauen mehr sexy finden als WoW-Spieler. Das stimmt. Boah, der Schuss ist so lahmarschig. Welcher? Der Volltrefferschuss hier, oder wie der heißt. Der Zweier. Den kannst du auch gar nicht benutzen. Tödlicher Schuss. Den kannst du halt immer nur benutzen, wenn die unter so und so viel Prozent, ich glaube unter 20% HP sind. Vorher drückst. Warum habe ich mir den auf die 3 gelegt? Auf die 2? Das weiß ich nicht. Ich glaube, als du ihn auf die 2 gelegt hast. Das war dein Tipp! Nein, ich glaube, als du ihn auf die 2 gelegt hast, habe ich dich gefragt, warum du den auf die 2 legst. Jetzt weißt du es. Das ist ein Boss übrigens. Wer? Magister Kalendris, oder wie er heißt. Also da muss ich gleich mal was ändern. Also Jochen, das, du hast anscheinend wirklich jemanden mit deiner Spielweise. Warte mal, geh mal mit der Maus drüber. Das war mal eines der gefragtesten Heal-Paladin-Items, glaube ich. Mhm. Weil es MP5 hatte. Aber MP5 haben sie abgeschafft. Und das ist jetzt alles Willenskraft. Und Jochen, was ist MP5? Eine Waffe aus Counter-Strike, richtig. Aber was ist es in WoW? Mana per... Was
weiß ich denn? So weit bin ich noch nicht. Ich bin erst Level 40. Okay. Mana pro 5 Sekunden. Denn wie du ja weißt, war es halt früher so, dass wie du ja man basiert auf Willenskraft Mana regeneriert hat, aber nicht alle Klassen haben das gehabt. Und dann gab es noch die Regeneration außerhalb der 5-Sekunden-Regel, weswegen sehr oft die Heiler sich in Gruppen eingeteilt haben, wo man eine Zeit lang nicht geheilt hat, um wieder in die normale Regeneration zu kommen. Richtig. Das hat Blizzard aber abgeschafft. Ja, zum Glück. Es gab aber MP5, das war für Paladini zum Beispiel sehr stark, weil die keine Spirit-basierte Mana-Regeneration hatten. Und deswegen wollten sie sehr gerne sehr viel MP5 haben, um eben auch Mana zu regenerieren im Kampf, im normalen Kampf während des Heilens. Das war eines von den Items mit MP5, mit Trinket, glaube ich. Also Jochen, die lüsternen Amazonen von Aldor wollen dich in ihrer Gilde. Die was? Lüsternen Amazonen, du scheinst wirklich beeindruckt zu haben. Die lüsternen Amazonen von Aldor, ist das nicht ein RP-Server? Ja, ich glaube ja. Was ist denn das Pendant zum Goldhain, wo man dann auf die Aldor Snoo-Snoo machen kann? Ich komme. Ich komme. Sehr schön. Ja. Wenn die lüsternen Amazonen rufen... Oh. Wo ist denn mein normaler Schuss? Was ist denn für dich der normale Schuss? Na, der schießt einfach nur. Das ist Rechtsklick. Also dein Autoschuss ist immer an, wenn du auf Angriff bist. Dann schießt du automatisch. Und dann kannst du entweder Fokus aufbauen oder Fokus verbrauchen. Ach, Rechtsklick, ne? Ja, du kannst dir halt auch ein Makro machen, wo dann Start Attack nennt sich der Befehl, wo du, wenn du zum Beispiel die 1 drückst, automatisch auch anfängst zu schießen. Ist auch nicht so super blöd, weil man sehr oft halt so eine Taste spammt und wenn das Ziel tot sein sollte... Entschuldigung. Gesundheit. Wenn das Ziel tot sein sollte, dann automatisch das nächste Ziel angreift. Okay. Die eine abgeben und die andere annehmen. Was, wenn ich das nicht wüsste? Ja, du weißt es vielleicht, aber du machst es nicht immer. Das ist richtig. Und noch eine annehmen. Du hast übrigens auf der 9 hast du den Schuss, der eigentlich auch extrem wichtig ist für dich. Das ist nur Lore, Jochen. Das ist nur Geschichte, die sie erzählt. Auf der 9? Ja, das ist also eigentlich einer deiner essentiellen Schüsse. Ich weiß auch nicht, warum der auf der 9 liegt. Aber ja, weil du mir das nicht gesagt hast, hast du nicht auf die 9... Doch, ich hatte dir gesagt, er soll auf die 3. Auf die 3 hast du da irgendwas anderes gelegt, von dem das Icon nicht mehr erkenne. Das sagt die Karte ja auch gerade. Du sollst Taste 6 nach vorne packen und Taste 9 und 3 tauschen. 9 und 3 habe ich getauscht und 6 an die 1? Wie du magst, ja. Du hattest, glaube ich, auch den... Du hattest... Der hatte Kill Command auf der 1, dann den Arcane Shot auf der 2 und den... Wie heißt der? Nicht Steady Shot? Doch, ist noch Steady Shot auf der 3. Das war vorher so, bevor Jochen da rumgetauscht hat und mich jetzt anmacht. Nein, seitdem Thomas im Inventar war und meine Taschen aufgeräumt hat. Nein. Wie nein? Moment. Wir einigen uns. Das können wir nachher nachvollziehen, oder? Wir haben ja eine Aufzeichnung. Wir einigen uns, Lennart war's. Weil der sich jetzt nicht wehren kann, dachte ich. Keine gute Idee. Den Schuss meine ich. Welchen? Der einer hier. Hose des Panthers. Paters. Da lachst du, dann habe ich einen Wortwitz gemacht und schon. Ja, ich musste. Ich bin ja auf einer Klosterschule gewesen früher und da hatten wir tatsächlich Pater als. Du bist auf einer Klosterschule gewesen? Ja, das St. Bernhard-Gymnasium. Unter anderem hatten wir dort Pater Terhorst und Pater Risse, die uns unterrichtet haben. Und ich habe gerade die Vorstellung gehabt, wie einer von denen Panther gewesen wäre. Das ist ein Panther Terhorst. Aber mal ganz ehrlich, wenn du auf dem Stein stehst. Ja, ich weiß, deshalb hüpft ja der Kollege schon hier. Ja, du wolltest irgendwas wissen über unsere Klosterschule? Ja. Bist du ein gläubiger Mensch? Nee, war ich. Warst du? Ja, ich war auch Messdiener. Ach ja. Was hat dich bewogen, dann vom Glauben abzukommen? Das Matt. Matt ist sicherlich einer der Faktoren. Du warst wirklich gläubig? Bist immer in die Kirche gegangen? Ja, tatsächlich. Also ich bin nicht super oft in die Kirche gegangen, weil ich sowieso als Messdiener relativ regelmäßig in der Kirche war. Mhm. Sprich so zwei, bist du bibelfest und so? Geht. Also wir haben nicht
auch als Messdiener in unseren Gruppenstunden, denn sowas gab es, haben wir jetzt nicht wirklich Bibelstunden gemacht. Wir haben meistens gequatscht oder Fußball gespielt. Das hört sich sehr gut an. Sehr häufig Fußball gespielt. Eigentlich hätten wir stattdessen auch in den Fußballverein gehen können. Wir hätten uns das Dienen in der Messe sparen können. Weißt du, mir wurde ja mein Glaube, den ich noch nie hatte, in dem Religionsunterricht zerstört. Bei mir war es gibt das auch aber so auch unglaublich schlechte Religionslehrer. Ja. Bei mir war es so ein Konfirmationsunterricht. Und den habe ich dann doch dennoch zu Ende gemacht, weil ich die Kohle haben wollte. Ja, also und wir wurden früher in der Grundschule gezwungen, in die Kirche zu gehen. Ja. Bei uns war Religionsunterricht auch Pflichtunterricht. Und dieser Pastor war so, der war so schlimm. Also man kann ja wirklich Religionsunterricht gut machen. Ja. Man kann ihn aber auch richtig scheiße machen. Mhm. Mit Zwang und Druck und lernt Bibeldinger auswendig. Ich höre das nächste ganz Woche genau ab. Und dann bist du so ein kleiner Kerl und musst dann Bibelsachen auswendig. Da kotzt du einfach erst mit dem Strahl. So. Ja. Und dann kann ich auch verstehen, dass die Leute keinen Bock mehr darauf haben. So war es halt bei mir. Links. Dass wir für tiefgründige Gespräche führen heute, ne? Aber das ist ja nicht tiefgründig. Ich mochte meinen Religionslehrer nicht, deswegen bin ich nicht religiös. Also das ist ja noch nicht tiefgründig. Okay, wenn das nicht... Aber ich kann es verstehen. Also wir hatten auch sehr, sehr unterschiedlich starke oder schwache Religionslehrer. Vor allem, wenn ich sage, wir waren an der Klosterschule und zum Teil haben die Patres halt Religion unterrichtet. Und das war nicht immer dasselbe, als wenn du so einen jungen Endzwanziger Religionslehrer hast, der gleichzeitig auch noch Philosophie unterrichtet. Also. Ja. Ich durfte um... Wann war die Messe immer? 7 Uhr oder 6:30 im Altenheim sonntags. Die Messe. Das war ein Traum, wenn du dafür eingeteilt warst. Sonntags mal so richtig früh aufstehen. Und dann um 6:30 im Altersheim, wenn es Mittagessen gibt. Dann irgendwie eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, ich weiß gar nicht, wie lange die Messe war. Da bin ich einmal umgekippt, weil ich nichts gegessen hatte zum Frühstück und dann die ganze Zeit da knien musste. Und dann irgendwann bumm auf die Treppen. Und dann haben sie im Altenheim gedacht, ach, passiert ständig, lass mich liegen, oder? Mhm. Ja. Der ist um. Aber da gab es doch ein Item. Oder was meinst du? Was? Achso. Bei mir war es tatsächlich der Konfirmationsunterricht und dann habe ich gemerkt, nee, das ist nicht alles nicht meins und dann habe ich das erste Mal Slayer gehört und dann war eh vorbei. Bist du ein harter Hund? Nö, aber ich höre viel rockige Musik, sag ich mal. Ich mache ganz schön viel Schaden, ne? Ja, Jochen, ich bin beeindruckt. Also wir haben so vereinzelt neue Leute im Chat, die schreiben, zeig mir doch mal die Spells und so, aber darum geht's hier nicht. Jochen, ja, dieser eine, der hier die ganze Zeit rumnölt, ne? Ja, darum geht's hier aber nicht. Es geht darum, dass Jochen das Spiel lernt und wir richtig, richtig, richtig. Hier, wer rumnölt, fliegt, ne? Wie sind wir eigentlich schon 1000? Wir sind 800 knapp. Oh, es werden ja immer weniger. Das ist ja auch zweite Liga jetzt, ne? Ach so, Darmstadt gegen Karlsruhe, ne? Ja, ich hab's auch nebenbei an. Du Schwein! Was? Echt? Ja, ich habe jetzt geil. Wie steht's? Ja, zeig mal, nicht laut sagen, nicht das jetzt hier, dass wir spoilern. Achso, nee, ist nicht angefangen, noch nicht angefangen. Also. 10 Minuten erst. Und der Gewinner ist auf dem Relegationsplatz, oder wie war das? Genau, es geht um Platz 2. Aber es sind dann auch noch 2 Spieltage danach? 2 Spieltage noch, ja. Aber wenn, also es ist... Plus 13 Beweglichkeit. Das ist, glaube ich, besser als das, was... Drück mal Shift, bitte. Ja, kann man mitnehmen. Falsch. Aber Mann! Aber trotzdem gewonnen. Da guckst du noch und lässt mich schön in die Falle rennen. Du hast eben noch erwähnt, dass du weißt, was es ist, weil du ja nicht doof bist. Das war ein Witz. Abgesehen davon wäre es auch handelbar. Und da die Gruppe komplett aus Gildenmitgliedern besteht, denke ich mal, du hättest es vermutlich auch bekommen, wenn du gesagt hättest, ich würde das gerne haben. Drück mal OK in der Mitte. Hä?
Das ist der Loot vom Endboss, den haben die eben schon gekillt. Die Handschuhe, die Schuhe kannst du nehmen, die sind noch besser als die, jo, die du gerade angelegt hast. Die sind besser als die, die du angelegt hast gerade. Nein. Falscher Knopf. Mann! Die kannst du auch nehmen. Die sind auch besser als das, was du anhast. Oh. Was drücken wir jetzt? Bedarf. Richtig. Warum habe ich die anderen Schuhe jetzt nicht? Weil ein anderer auch Gier Krieger gedrückt hat. Der Krieger braucht Crit. Ja, das sind aber auch Idioten. Sprach der Jäger. Oh, da gibt er mir die Schuhe zurück. Jochens Tank, vielen Dank. Dank. Nee, er hat wahrscheinlich auch Greed gewürfelt. Und hat sich ja, klar. Vielleicht kann ich dir ja ein Silberstück dafür geben. Meinst du, das könntest du entbehren? Bist doch so knapp bei dir. Da müsste ich nochmal. Das ist schon ein bisschen eng gerade. Da müsste ich nochmal zu Goldspenden aufrufen, vielleicht. Ich habe es mir nicht ausgesucht, dass die Leute mir so viel Gold schenken. Die Sonnenblume gefällt mir immer besser. Die ist super. Ja. Du bist auch nicht der Einzige, der damit rumläuft. Und die kann nicht getötet werden, ne? Nee. Ich könnte noch ein Mettbrötchen essen. Wie viele Brötchen hast du geholt? 15. Für uns beide? Ich würde dir noch eins schmieren, wenn du möchtest. Ich überlege gerade, ich glaube, ich bin noch ziemlich satt von den Mettbrötchen, die wir eben hatten oder die ich eben hatte. Ehrlich? Du hast doch nur 2 Mettbrötchen gegessen. 3 Mettbrötchen. Ach, 3. 3 halbe oder 3 ganze? 3 Brötchen. Kannst du da runterspringen, Jochen? Bitte? Nicht so Gehirn-AFK sein, spring mal da runter. Was soll ich machen? Runterspringen und links halten, da ist der Boss. Genau. Ach so, und ich muss so kämpfen. Nicht so Gehirn-AFK sein, meinte ich. Gehirn auf Klo? Gehirn auf Klo. Gehirn-AFK. Alles klar. Wunderbar. Was ist die korrekte deutsche Abkürzung für AFK? WVT. Weg von Tastatur. Ja. Oder von der Tastatur. So, und jetzt lauf dem roten Kreuz hinterher. Ja, mach ich. Vielleicht, du hast recht, wir könnten ihm das alles erklären, aber es würde jeden, der gerade mit WoW anfängt, gerade überfordern. Und deshalb ist es okay, dass... Moment, ich bin ja wohl kein Anfänger, ich bin immer in Level 40, ja? Hallo? Kriegt sich Flake immer noch nicht ein darüber, dass wir nicht die perfekte Rotation von Icy Veins für Jochen updaten? Nee, aber es würde ja keinen Sinn machen. Was ist denn hier los? Jeden, der nicht WoW spielt, überfordern, wenn man ihn... Wo sind die anderen? Ich weiß nicht, ist das da vorne? Nee, warte mal. Geh mal links. Den doch da. Geh mal links. Einer? Da ist ein Aus. Was war das? Er will dir irgendwas geben. Ich weiß es nicht genau. Hä? Glyphe-Linderung. Was ist denn das? Eine Glyphe. Und was ist das? Drück mal B. Klick die Glyphe an. Da. Ist das toll? Nee. Aber das ist so ein System, wo du halt bestimmte Skills über Glyphen halt verändern kannst. Vielen Dank. Leicht verändern kannst. Wo sind die? Jetzt machst du den Ober-Pro-Skill bitte. Rausporten, reinporten. Was? Rausporten, reinporten. Ach so. Ja, warte, dann macht man das mal hier. Aus den Dungeon teleportieren. Mhm. Merkst du, ne? Das ist Uncle Sam. Und jetzt wieder in den Dungeon reinteportieren. Das ist doch totaler Schwachsinn, jetzt mal ehrlich. Achtung, ich stelle den Stream mal lauter, nicht wundern. Ist das nicht Schwachsinn? Eigentlich könntest du komplett zurücklaufen, den Weg. Aber um es dir leichter zu machen, nutzt du halt, du exploitest quasi, dass du beim Zurückporten in die Instanz resettet wirst an den Eingang. Ja, aber da kannst du doch auch einen Knopf für geben. Gibt's ja. Ich muss mich hin teleportieren und wieder zurück teleportieren. Ja, aber es gibt ja auch, also du möchtest ja manchmal auch einfach nur tatsächlich raus teleportieren aus der Instanz, weil du Munition nachkaufen willst. Ach nee, die gibt's nicht mehr. Reparieren willst. So, jetzt bin ich hier alleine. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Rechts gehen, zum Quest geben.